So, hallo zusammen, mein Name ist Frederic Lasson, ich komme von der Contelos GmbH oder vielmehr komme ich jetzt gerade von einem Kunden, wo ich Autos InfraWorks präsentiert habe. Ist ganz gut gelaufen, ist super angekommen, ja, kam die Frage nach Parkplätzen auf einmal auf. InfraWorks, klar, kann alles irgendwie planen, vorentwerfen, was irgendwie mit Straße und Co. zu tun hat, dachte ich mir, alles klar, für Parkplatz ist alles dabei. Bin ich die ganze Bibliothek hier mal durchgegangen, die ist ja erstmal rappelvoll von den Stilen, von den Materialien, die das InfraWorks so mitbringt, habe aber nichts Passiges für Parkplätze gefunden. Kurz darüber nachgedacht, ist schnell erstellt, so ein Material, möchte ich hier kurz präsentieren. Was brauchen wir? Wir brauchen erstmal irgendein Standardmaterial. Standardmaterial habe ich mir ausgewickelt aus dem InfraWorks. Ist jetzt irgendwas, ja, irgendein Asphalt, den ich da genommen habe. Und diesen Asphalt muss ich nur an zwei, drei Ecken abändern, dass er dann, sage ich mal, dann auch nach Parkplatz oder Parktasche riecht. Zum Ändern dieses Werkzeugs habe ich Pixlr herangenommen. Pixlr ist auch ein Werkzeug von der Firma Autodesk, ist, sage ich mal, ein cloudbasiertes Bildbearbeitungswerkzeug. Und diesem Bildbearbeitungswerkzeug habe ich erst zunächst einmal die Dimension, die Bildgröße dieses Materials geändert, auf die Dimension, die so eine Parktasche plus ein bisschen zum Aus- und Einparken der entsprechend haben könnte. Also eine Breite von 300 Pixeln sind bei mir 3 Meter und eine Höhe von 1100 Pixeln sind bei mir 11 Meter. 11 Meter zum Parken und entsprechend hier rangieren. So, und in diesen Dimensionen habe ich dann zwei kleine Balken gezogen. Balken hier in dem Fall in der linken oberen Ecke und ein Balken in der oberen, an der oberen Kante. So, das Ganze speichere ich mir jetzt hier entsprechend mal weg. Datei, speichern unter, wähle mein Format aus. Ich glaube, InfraWorks nimmt da die gängigen Formate als Materialien. Ich nehme hier einfach mal das PNG-Format, speichere mir das Ganze weg und nenne das hier mal Parktasche und weg damit. Zurück ins InfraWorks. So, was macht man da? Man schnappt sich ein gängiges Format, irgendwie ein gängiges Material, was schon so dabei ist. Nehmen wir hier die und kopieren das eben kurz in eine lokale Kopie. Entsteht hier am Listenende. So, und dem weise ich jetzt ganz einfach dann mein Material zu, was ich mir eben erzeugt habe. Hier Materialien, die Parktasche wird da reingeladen, wird der Bibliothek hinzugefügt, hier der Ablagepfad in den Textures wird es abgelegt. So, und was muss ich im Material machen? Entsprechend die Kantenmaße noch auf ja, umrechnen in echte Meter, damit entsprechend dann die Kachelung auch funktioniert. Also, was haben wir? Wir hatten eine Breite von 300, nehmen wir 3 Meter, und wir hatten eine Höhe von 11 Metern, beziehungsweise 1100 Pixeln. Und auf das wird dann entsprechend unser Rendermaterial dann ausgerichtet. Okay, und fertig. Das Material liegt hier noch an der Hand und kann dann auf jede Überdeckungsfläche zum Beispiel angebracht werden, ganz einfach per Drag and Drop. So, so schaut's aus. Ein Parkplatzvorentwurf. Für die Detailplanung würde ich das mit einem anderen Werkzeug machen, mit Civil 3D oder mit Autodesk Vehicle Tracking zum Beispiel. Aber so entsteht ein Rendermaterial Parkplatz zum entsprechenden Parkplatzvorentwurf. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.